Hi, herzlich willkommen zu den News to Go. Heute am 4. Dezember 2012. Diesmal ohne Gedicht. Wir starten direkt rein in die Nachrichten, weil ich spät dran bin. Habe es eben arbeiten müssen. Deswegen erst jetzt die News. Wir sprechen gleich über die Situation in Ägypten und es gibt eine Meldung aus Deutschland. Außerdem werde ich euch eine weitere Weihnachtstradition erklären und einen Kanal empfehlen und außerdem noch Mirkos Lieblingssend, vollgepackte Nachrichten. Los geht's! Nachricht Nummer 1 kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Hannover, denn in dieser Stadt, da trifft sich gerade die CDU. Die CDU ist eine der drei Parteien, die gerade an der Regierung sind, neben CSU und FDP. Und die CDU, die macht gerade ihren Parteitag. Parteitag ist ein bisschen irreführend, weil das geht nie nur einen Tag, sondern geht immer länger. Aber heute war das große Highlight bei diesem Parteitag. Heute hat nämlich Angela Merkel dort gesprochen, die Bundeskanzlerin. Angela Merkel ist, das wisst ihr vielleicht auch, nicht nur Bundeskanzlerin, sondern auch Chefin der CDU. Und sie hat heute so ein bisschen was über den Stand der Dinge in ihrer Partei gesagt. Wir können da mal ganz kurz reinhören. Wir wollen ein Land, das auch in Zukunft zu den wettbewerbsfähigsten Industrienationen der Welt gehört. Und wir wollen, dass Made in Germany auch in Zukunft einen guten Klang hat. Wir wollen ein Land, das volle Beschäftigung erreicht und so Sicherheit und Teilhabe für alle schafft. Und wir wollen ein Land, das auch in Zukunft der Stabilitätsanker in Europa ist und verlässlicher Freund und Partner in der Welt. Ja, es gab Riesenapplaus, genauer gesagt 7 Minuten und 45 Sekunden. Das ist mehr Applaus als letztes Jahr beim Parteitag. Spricht schon mal für Angela Merkel. Und Angela Merkel hat auch lauter frohe Botschaften so kurz vor Weihnachten gehabt. Sie hat zum Beispiel gesagt, diese Bundesregierung ist die beste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung 1990. Wir haben dafür gesorgt, dass es weniger Arbeitslose gibt. Wir haben mehr Geld in Bildung und Forschung investiert. Wir haben dafür gesorgt, dass Deutschland bisher einigermaßen gut durch die Euro- und Finanzkrise gekommen ist. Und viele Dinge mehr hat sie aufgezählt. Wobei sie natürlich nicht erwähnt hat, dass das nicht allein der Verdienst ihrer Partei ist, sondern vielleicht auch der Verdienst der Vorgängerregierungen, die bestimmte Reformen eingeführt haben. Aber das ist ja egal. Angela Merkel hat auf jeden Fall, wie sich das so gehört, für eine Parteichefin ihre Partei hoch gelobt. Und es ging auch darum, ob Angela Merkel wiedergewählt wird als Parteivorsitzende. Wobei, ob ist gar nicht die Frage. Es war schon klar, dass sie sowieso wiedergewählt wird. Die Frage war eher, mit wie viel Prozent der Stimmen der Leute, die dort waren. Und auch da hat sie ordentlich abgeräumt, fast 98% aller Parteimitglieder bzw. aller Delegierten, also die Leute, die die Partei dorthin geschickt hat, haben sich dafür entschieden, dass Angela Merkel weiter Vorsitzende ist. Das ist persönlicher Rekord von ihr, also auch da viel Zustimmung. So viel zum Parteitag der CDU und zur Wiederwahl von Angela Merkel. Kommen wir zur zweiten Nachricht und die kommt aus einem Land, in dem mal wieder großes Chaos herrscht. Vor einem Jahr gab es eine Revolution in Ägypten, danach hat sich einiges getan, es wurde ein neuer Präsident gewählt, jetzt wurde sogar ein Verfassungsentwurf verabschiedet, der letztendlich vom Volk in einer Abstimmung am 15. Dezember in Kraft gesetzt werden soll, aber dagegen regt sich Widerstand. Das Problem ist nämlich, dass in dieser Verfassung, die dann für ganz Ägypten gelten soll, drin steht unter anderem, dass das islamische Gesetz auch das Gesetz Ägyptens ist. Und das würde einige Menschen benachteiligen. Die sind natürlich dagegen. Und nicht nur die, es gibt auch einige andere, die aus Solidarität gegen diese Verfassung sind. Und die Menschen sind seit einer ganzen Weile schon auf der Straße. Jetzt gerade droht die Situation so ein bisschen zu eskalieren. Diese Gegner der Verfassung und vor allem die Gegner des Präsidenten, der diese Verfassung befürwortet, die sind in Richtung Präsidentenpalast heute gelaufen. Zu Tausenden haben diesen Palast umzingelt, haben sich davor aufgestellt. Der Präsident soll in der Zwischenzeit geflüchtet sein aus seinem Palast. Aber jetzt gibt es eben diese Gegner der Verfassung, die dastehen und wollen, dass diese Verfassung nicht in Kraft tritt, dass darüber überhaupt nicht abgestimmt wird. Also in Ägypten sind weiterhin Menschen auf der Straße, sehr viele Menschen auf der Straße und protestieren gegen den Präsidenten Mohamed Morsi, heißt er, ich habe euch ja über ihn schon einiges erzählt, und protestieren eben gegen diesen Verfassungsentwurf. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das sind die beiden Nachrichtenmeldungen des Tages. Jetzt gibt es keine Zahl des Tages, das hatten wir ja gestern hier auch schon, sondern ich erkläre euch jeden Tag in den News to Go einen anderen Weihnachtsbrauch. Und heute geht es um dieses Teil hier, ein Adventskranz. Zugegebenermaßen ist unser nicht der schönste, den haben wir für wenig Geld in einem Supermarkt gekauft, aber wir waren auch ein bisschen knapp dran. Der Adventskranz, der ist noch gar nicht so alt.
nicht mal 200 Jahre alt. So um 1830 rum gab es einen Mann, einen Theologen, einen evangelischen Theologen. Johann Hinrich Wiechern hieß dieser Theologe. Und der hat ein Haus eingerichtet, ein Haus, in dem Kinder und Jugendliche gelebt haben, die keine Eltern mehr hatten. Das sogenannte Raue Haus war das. Das gibt es sogar heute noch in der Nähe von Hamburg. Und diese Kinder und Jugendlichen, die fanden Weihnachten natürlich auch ganz toll. Sie haben zwar nicht so viele Geschenke bekommen, aber sie wussten, das ist ein wichtiges Fest. Und um diesen Kindern und Jugendlichen so die Zeit ein bisschen zu verkürzen bis Weihnachten, hat Johann Hinrich Wiechern ein Rad einer Kutsche genommen und hat auf diesem Kutschenrad insgesamt 28 Kerzen platziert. 24 rote Kerzen und 4 weiße. Und jeden Tag durfte ein anderes Kind eine Kerze anzünden und immer sonntags wurde zusätzlich noch eine weiße Kerze angezündet. Jetzt muss man wissen, dieses Rad, das hatte einen Durchmesser von 2 Metern, war also ganz schön groß. Das konnte man sich nicht einfach mal zu Hause ins Wohnzimmer stellen. Trotzdem haben das einige Menschen gemacht. Johann Hinrich Wiechern hat ja auch mal wieder gepredigt, hat von seiner Radidee erzählt. Und viele haben das nachgemacht. Und nach entwickelte sich dann so der Adventskranz daraus, den wir heute kennen. Irgendwann hat Wiechern nämlich gedacht, Weihnachten, ja, da passt doch Tannenschmuck, hat also sein Rad noch mit Tannen verziert. Andere Menschen haben auch das kopiert und haben dann irgendwann nur noch 4 Kerzen genommen, plus das Rad ein bisschen kleiner gemacht. Und so wurde nach und nach aus diesem riesigen Rad ein kleiner Adventskranz. 1925 hat dann zum ersten Mal auch die katholische Kirche diesen Adventskranz übernommen. Und mittlerweile haben sowohl Katholiken als auch Protestanten in Deutschland Adventskränze zu Hause stehen. Also, wie der Adventskalender, eine Tradition, die noch gar nicht so alt ist, nicht mal 200 Jahre. So viel zur Tradition für heute. Jetzt kommen wir noch zum Kanal, den ich euch heute in meinem persönlichen Adventskalender empfehlen möchte. Und zwar ist das der Kanal The Simple Maths. Mit TH und S am Schluss. Hier kommt ihr zu diesem Kanal. Da sind 2 sehr, sehr fitte Jungs, die das können, was ich in meinem Leben niemals gelernt habe. Sie kennen sich nämlich mit Mathe sehr gut aus. Haben diesen Kanal erst seit kurzem, machen das aber wirklich gut, total unterhaltsam. Ich wusste nie, dass Mathe so unterhaltsam sein kann. Wenn ihr also sagt, ich komme mit Mathe in der Schule überhaupt nicht klar, schaut mal bei diesen Jungs vorbei. Es gibt noch ein paar andere Mathe-Kanäle hier bei YouTube, ein paar habe ich euch ja auch von der Kanalseite verlinkt, aber die sind wirklich sehr, sehr gut. Alle anderen sind auch gut, aber die gefallen mir halt besonders. Keine Ahnung, schaut da mal rein, ist wirklich ein toller Kanal. Jetzt noch Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar zu dem Video von gestern mit Facebook. Ich wollte wissen, findet ihr das denn blöd, was Facebook da mit euren Daten alles macht? Es ging da um diese neue Beziehungsseite. Liebe Maria89 schreibt, ich verstehe das Problem mit der Beziehungsseite auf Facebook nicht. Sowas in der Art mit Freundschaften gibt es ja schon eine Weile. Und wer seine Beziehung nicht so öffentlich darstellen will, der gibt sie eben nicht an. Da gibt es für mich weitaus schlimmere Dinge, die Facebook heimlich angestellt hat. Ist in der Welt wirklich so wenig los, dass du sowas in die News to go nimmst? Ja, es ist natürlich nicht wenig los, aber ich fand, das ist eine relevante Nachricht, die bestimmt viele von euch interessiert. Und es war auch so, also viele von euch wussten das tatsächlich noch nicht. Wobei ich auch zur Kenntnis nehme, dass es das für Freundschaften schon länger gibt. Vielen Dank für eure Kommentare. Zum Schluss gibt es auch noch eine Frage, die ich diesmal an euch habe, was mich wirklich sehr interessiert, weil ich die ganze Zeit lang eigentlich gar keinen Bock hatte auf Weihnachtsdekoration, Weihnachtsschmuck. Und irgendwann dachte ich dann aber, doch, irgendwie hat das ja was. Und jetzt haben wir, ihr seht ihr, unter anderem zum Beispiel diesen Adventskranz und vielen anderen Weihnachtsschmuck. Wie sieht es denn bei euch aus, so Weihnachtsschmuck, Weihnachtstradition? Findet ihr sowas gut? Habt ihr sowas auch? Oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht? Würde mich mal interessieren, Weihnachtstradition, nicht nur Schmuck, sondern auch alles, was dazugehört, Plätzchen backen und so. Macht ihr das oder sagt ihr, brauche ich nicht? Nö. Jetzt blinkt schon der Akku an der Kamera, deswegen beende ich das Video. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.